Weiter mit Warhammer 40.000 Rogue Trader Koop-Kampagne mit Hunter Hammy. Hey, hey, hey. Wir sind von Footfall runter, jetzt relativ stabil in Kapitel 2 angekommen, denke ich. Ich habe Idira neu geskillt, die sollte jetzt eine gute Scharfschützin sein, außer ich weiß nicht so richtig, wie das Spiel funktioniert. Wir werden mit Agenta sprechen über die Vorfälle, über die gerne sprechen wollte. Dass übrigens die Servitoren hier mittlerweile auf dem Schiff sind total schräg, weil wir die hier alle haben leben lassen, diese kaputten Dinger. Die machen hier was immer die wollen und die Leute stehen einfach nur bei und gucken komisch. Was führen die im Schilde? Nee, dann gehen wir mal kurz zurück auf Footfall, gehen in die Kneipe, denke ich. Mhm. Mal schauen, was wir da so finden und dann schauen wir mal, wie wir hier wegkommen. Ich bin ja gar nicht so sicher. Greetings. Agenta. Hey. Ich warte darauf, dass sie mir von eurer Vergangenheit erzählt, über die merkwürdigen Worte dieses Kultisten auf Footfall erklärt. Yes, I'm ready. I would ask only one thing of you, Rogue Trader. If I may, was? I would like to see the chamber of the sacred warrant and kneel before the relic touched by the Emperor himself. Sie sagt also tatsächlich jetzt gerade direkt, dass unser Handelsbrief vom Imperator höchstpersönlich unterschrieben wurde, ja? Gehe ich davon aus, dass das auch stimmt. Boah, das meine, steht ja da. Der heilige Handelsbrief, das Relikt, das vom Imperator selbst berührt wurde. Das heißt, auf unserem Handelsbrief ist das Blut vom Imperator. Ah, der ist besser, als wenn da Lorga draufsteht oder so. Brech nur unverzüglich auf. In den Ladescreen. Hey, guckst du so. Lorga Aurelian, oh Gott! Agenta wächst sofort ein Tentakel und ein drittes Auge. Ist ja von die Fresse. So, lange her, dass wir hier waren. Das letzte Mal hat man mein Leben bedroht, als wir hier gewesen sind. Oh. Agenta fällt auf die Knie, ihre Hände machen das Zeichen des Adlers. Wiu, wiu, wiu. Ihr Blick fixiert die schwungvolle Unterschrift auf dem Handelsbrief. Etwas vermeintlich Banales, nur einige Schnörkel auf einem Blatt Papier, außer man weiß, wessen Hand sie geschrieben hat und mit wessen Blut. Der heilige Emperor! Wenn ihr einen Makel in mir deckt, zerschmettert mich. Wenn ihr von einem Fehltritt meinerseits wisst, verbrennt mich mit den Flammen des Zorns und der Rechtschaffenheit. Aber wenn ihr ein Licht in mir entdeckt, gewährt mir eure Gnade. Wenn ihr diese Bitte von mir hört, segnet mich mit der Wut des Zorns und der Rechtschaffenheit. Agentas Stimme war absolut gar nicht so Noah, wie geschaffen zum Singen von Hymnen und das Gebet, okay? Junge, ich bin auch keine Sister of Battle. Du bist irgendein verbrauchter Dude. Weiter beten! Mhm, denn ich atme, weil ihr es wollt. Ich lebe gemäß eurem Gesetz. Ich trage euer Wort hinaus. O Emperor, ich bringe Trost zu euren Dienern. Omnisire be praised. Ein Schicksal des Schreckens und der Rechtschaffenheit. Ich spiele einfach jemanden von der Forge World und sage die ganze Zeit Omnisire be praised. Den ganzen Tag. Rogue Trader, wir müssen reden. Oder besser, ich muss euch etwas erzählen. Die Wahrheit. Die Wahrheit darüber, wie ich auf das Schiff von Theodora von Valancius kam. Warte, der Soundtrack rastet gerade komplett aus im Hintergrund. Ja, weiter. Und über die Kultisten, denen wir auf Football begegnet sind. Soll das heißen, ihr habt mich belogen? Versteht bitte, ich könnte euch bisher... Ich könnte euch bisher nicht vertrauen. Ich könnte. Mach so ja, ein paar Punkte über das O, das ist sehr deutsch. Das ist immer, die Deutschen machen das den ganzen Tag. Die haben überall kleine Punkte über ihren Buchstaben. Ich werde euch meine Geschichte erzählen. Dann versteht ihr den Grund. Erzähl du mal. Ich beginne am Anfang. Oh ja. Alles einfacher zusammen. Bei meiner Ankunft in der Ausdehnung und der Footfall fand ich hier... Keine Aufgabe, nur Qual. Ich wurde nicht gebraucht. Die Reliquie, die zu bewachen mein Auftrag gewesen war, stand bereits unter dem tatlosen Schutz von Referent Hieronymus Mission. Und es gab auch niemanden, der sie entweihen wollte. Denn trotz aller Gesetzlosigkeiten respektiert Footfall die Verehrung des Imperators. Kurzer Spoiler, wer es wirklich nicht wissen will, kann, weiß ich nicht, eine Minute springen oder so. Wir spielen ja hier keinen Heretiker-Run, aber du kannst tatsächlich den Reverend anscheinend davon überzeugen, Nurgle anzubeten. Und das Bild von dem ändert sich dann auch und so. Hardcore. Okay, Spoiler sind vorbei. Und dann erschien Lady Theodora, die Anführerin eurer Dynastie. Sie wurde sozusagen zur Überbringerin des göttlichen Willens. Von ihr erfuhr ich von einem Planeten, den ihr Speer kürzlich entdeckt hatten. Salis Prime. Für einen Rogue Trader war es kaum... Das heißt cooles Salz.
war kaum von Interesse, eine Urzeitwelt fernab der gängigen Warp-Routen, aber für mich war es eine Offenbarung, von seiner Existenz zu erfahren. Ich habe noch nie von diesem Planeten gehört. Gehört er zur Dynastie? Ja, der Planet gehört jetzt von rechts wegen euch, aber so einfach ist es nicht. Die Warp-Route dorthin war verloren. Ich werde es gleich erklären. Darf ja, komm, knall rein. Die Beschreibung von Salus Prime kam mir bekannt vor. Sie ähnelte stark einer Welt aus einer Urzeit. Hast du dich hingekniet, von der Heiligen Agenta und mit deinem Finger über den Boden gezogen, daran geleckt und hast gesagt, das ist Salz? Salus, und ich finde das ziemlich prime hier, also Salus Prime. Ich finde das ziemlich prime hier, ist, glaube ich, nichts, was man sagen soll. Das klingt eher wie was wie aus Cyberpunk. Die Legende von der Heiligen Agenta und ihrem Schiff Agenta, die lebendige Heilige. Sie ist meine Schutzpatronin und der Orden hat mich nach ihr benannt. Sie starb vor Jahrtausenden, als Ketzer ihr Schiff vom Himmel abstürzen ließ. Aber selbst diese Gotteslästerer konnten Agentas Asche oder ihr heiliges Relikt den einen Stern nicht berühren. Denn das abgestürzte Schiff, das nun als Ruhestatt für die Überreste der Heiligen diente, ließ nur die wahrhaft Rechtschaffenden eintreten. Alle anderen erwarteten Desire tot. Wärst du dann irgendwann von der übernommen, bekommst golden leuchtende Augen und machst irgendwas richtig Cooles? Aber wenn wir die richtig Badass, da kann der Wordbearer einpacken. Stellt euch vor, was ich empfand, als diese Einsicht wie ein Blitz über mich kam. Die Welt, auf der das Schiff der Heiligen Agenta lag, verstehe. War nur eine vage Legende. Niemand kannte ihre tatsächliche Position und plötzlich stieß ich den Namen der Heiligen Trug auf diese Information. In den Augenblick erkannte ich, dass dies ein Omen war und ich musste zu dem Planeten reisen und das Schiff finden. Also fragte ich auf Hieronymus, ob ich mich für meine persönliche Pilgerfahrt eine Weile freigeben würde. Ging an Bord von Theodoras Schiff und bat um eine Passage zu dem neu entdeckten Planeten. Hat Theodora im Intro mit der Maschinenpistole ins Gesicht geschossen. Das steht was? Nicht. So, warum habt ihr ihr Vorhaben vor... Hat sie ja nicht. Ich meine, das ist ja ihr persönliches Ding. Das machen die halt so, nicht? Ja, das wären wir... So, ich nehme an, Theodora war begeistert. Ihr habt den sogenannten einen Stern erwähnt. Na komm, was ist denn passiert? Theodora wird ihm Unterstützung. Sie wollte die neu entdeckte Welt ohnehin besuchen und nach mich... Besuchen! Die wollte ihr Banner da aufpflanzen und das Ding ins Handelsbuch reinschreiben. Ihr habt den sogenannten einen Stern erwähnt. Worum handelt es sich dabei? Um eine Menge Text. Was hat dich so mitgerissen, dass ich die ganze Zeit vergessen habe, das zu erklären? Ein Stern ist das Relikt, das in der Heiligen Agenda aufbaut wurde. Was Cooles? Ordo Pronatus und wir messen heiligen Relikten besondere Bedeutung zu. Der eine Stern ist einer der verlorenen Relikte aus der Vergangenheit, so geheimnisvoll, dass niemand weiß, was er genau ist. In Agendas Hagiographie wird er manchmal als Gesundheit. Banner bezeichnet, aber auch als Rüstung und gesegnetes Kettenschwert. Sicher ist nur eines. Er war ein Symbol der Rechtschaffenheit und ging mit Agentas Tod verloren. Vielleicht eine ganze Ausrüstung. Bekommen wir da eine super epische Ausrüstung für Agenta, wenn wir die Mission spielen? Klingt danach, ja. Was ist dann geschehen? Ein Debakel. Wow. Die Schiffes konnten beim Scan aus dem Orbit nichts Bemerkenswertes feststellen. Das hatte ich allerdings erwartet. Laut Legende bleibt das Schiff dem bloßen Auge verborgen. Und Pilger reinen Herzen können klar. Das sehen. Nicht erwartet hatte ich jedoch, dass uns auf dem Planeten ein Hinterhalt erwartet. Ich landete mit einer kleinen Einheit. Da ist eine 4 in der Verfügung. Zur Verfügung. Verfügung. Gestellt hatte. Ich kenne die Hagiographie. Irgendeiner hat das hier echt ranzig abgetippt, gell? Der Heilige, vor allen Dingen. Das ist einfach eine 4, total random. Das müssten G sein. G und 4 sind echt weit auseinander, aber gut. Ich folgte ihrem obskuren Hinweisen, Beschreibung von Bergen, Flüssen aus jahrtausendalten Geschichten und ich war sicher, dass ich den Weg zum Schiff gefunden hatte und dann wurden wir angegriffen. Von Heretics? Wegelagerer, die Worte, die wir im Schrein der Kessel gehört haben. Etwas über Wegetüren bitten an irgendeinen Herren, der Rand des Tages an. Ja, dieselben Worte sagten auch die Kultisten, die uns auf Salus Prime angriffen. Meine gesamte Einheit wurde aufgerieben, all die ehrbaren, tapferen Leute, die ich auf der Suche nach dem Ritt angeführt hatte. Nur durch ein Wunder ging ich nicht zusammen mit ihnen unter. Du willst also sagen, Salus war gar nicht mehr so Prime, nachdem das passiert ist? Nee, nur ist auch Salus. Ich habe diese Ereignisse zunächst nicht verknüpft. Die Kultisten auf Footfall, die Kultisten auf Salus Prime, die Kultisten, die das Schiff angriffen und Kunrads Verrat. Was, wenn das alles Glieder derselben Kette sind? Was, wenn sie die Reihen der Diener, deren von Valantius schon lange infiltriert haben? Was, wenn ich diese Ketzer durch meine Suche zum heiligen Planeten geführt habe? Nein. So, leider ist die einzige Person entkommen, die alle Antworten hat. Ihr tragt keine Schuld daran. Wenn die Ketzer sich zu dem Zeitpunkt wirklich schon in die Reihen derer von Valantius eingeschlichen hatten, dann hätten sie den Planeten auch gefunden. Ja, machen wir mal die 2. Wir mögen dich ja, Agenta. Du sollst Danke. Mal den Heavy Bolter tragen und die Stimme des Imperators raus in die Leere bringen. Ab, ab, ab.
Das bezweifle ich. Niemand außer mir hat ein gesteigertes Interesse an dem Planeten, das heißt Kunrat. Er unterstützte mich, als ich zum ersten Mal an Bord kam. Er half dabei, eine Audienz bei Theodora zu bekommen und er förderte mein Ansinnen, den Planeten zu besuchen. Ich habe ihm nie offen gesagt, warum ich dorthin wollte, aber der Geier hat bestimmt geahnt, dass es wichtig war und etwas mit dem heiligen Glauben des Imperiums zu tun haben muss. Und was würde ein Ketzer mehr erfreuen als die Entweihung eines Relikts? Ein legendäres Kettenschwert zu kriegen? Ich meine, klar, der kann das da nachher in blaue Farbe dippen und sagen, das ist jetzt Zench geweiht oder so, aber eine legendäre Waffe ist eine legendäre Waffe. Das stimmt. Er sperrt einfach einen Dämon da ein. So, leider ist Kunrat entkommen. Ja, und ich hoffe inständig, dass wir ihn wieder treffen. Ich auch. Die Schlange einige Fragen beantworten und dann den reinigen Flammen übergeben. Das ist ein guter Plan. So, wie bist du den Kultisten jetzt speziell entkommen? Theodoros Leute empfingen mein Notsignal, rettet mich und brachten mich an Bord des Schiffs. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern. Ohoho. Als sie eintrafen, war ich bereits schwer verwundet und kämpfte mit dem letzten Rest meiner Kraft. Ich glaube, ich habe gebrüllt, wir müssten sie folgen. Aber niemand hörte darauf. Die brachten mich ins Shuttle und zogen ab. Danach wurde alles schwarz. Als ich wieder zu mir kam, waren wir schon mitten in einem Warpsprung. Theodora hatte wichtige Angelegenheiten zu erledigen und entschied, sie könne sich den Planeten auch später noch ansehen. Und das war das, wo das Spiel dann angefangen hat? Das heißt, sie ist quasi aus ihrem Bett auferstanden und hat sich ihren Bolter geschnappt, ist durch die Gänge gegangen und hat Kultisten platzen lassen? Ja. Was ein Move. Und deshalb habt ihr mir bislang nicht getraut? Vertraut? Korrekt? Korrekt, Rogue Trader. Ich habe mit eigenen Augen gesehen. Bitte schau mir nicht direkt in die Augen. Ein wahres Gesicht als Diener des Erzfeinds gezeigt hat. Ich hatte bereits eine demütige Niederlage durch die Kultisten erlitten und hatte Angst vor einem weiteren Verrat. Ich konnte nicht offen zu euch sein, also habe ich euch beobachtet und nach Anzeichen von Korruption gesucht oder dem Licht der Rechtschaffenen. Moment. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie ein Mitglied eurer Familie sein wahres Gesicht als Diener des Erzfeinds gezeigt hat. Geht's jetzt um Kunrat oder um Theodora, Agenta? So, und was habt ihr gefunden? Ein Mann, der an meiner Seite stand und mir geholfen hat, die Kultisten auf Footfall auszulöschen. Ja, das waren keine 10 Mann. Und Cassia hat da definitiv den Großteil der Arbeit gemacht. Die hat den Löwenanteil gehabt. Meine Meinung von euch hatte sich allerdings schon vorher ein wenig gewandelt, als ihr meiner Bitte entsprach, mit den Weisen zu reden. Wenn Anführer jene Ehren, die ihr Leben für sie Callback. Gegeben haben, Woo. Sich um deren Kinder kümmern, weckt das Vertrauen und euer Verhalten in diesem Moment. Erinnert ihr euch? Da war ein junger Mann, den Trauer und Verwirrung trotzig gemacht hatten. Ja, ja. Ihr habt ihm nicht in die Fresse geschossen. Ihr habt sein Fehlverhalten nicht ignoriert, aber die richtigen Worte gefunden, um ihm den Weg zur Erlösung zu zeigen. Das war hart, aber notwendig. Wie die Wahrheit des Imperators, wie bittere Medizin, die den Kranken hilft. Ich habe in diesem Moment viel von euch gelernt, Rogue Trader, und ich will glauben, dass mein Urteil richtig war. Wenn er noch ein Wort gesagt hätte, dann hätte man nur noch blaue Flammen gesehen auf dem Unterdeck und 20 Kinder weniger, Agenta. Nur zur Sicherheit, ihr wurdet also verwundet und habt das Schiff der heiligen Agenta nie gefunden? Hast du gehört? Ja, ich Nein, nicht wirklich. Weil ich ich habe Monster Energy Nitro getrunken, als du vorgelesen hast. Und darauf bestanden, das alles beim zurückzukehren, um das Relikt gegen die Ketzer zu verteidigen. Aber es hieß, der Warp hätte die alten Routen vor, du stehst da oben, Agenta mit den weißen Haaren und der Rock Trader hier unten knackt sich ein Monster Energy Nitro auf. Wird eine lange Story, was? Sie erzählt da voll inbrünstig und schüttet ihr Herz auf den Erdung. Ich schlürfte und das neuer Geschmack. Aber es hieß, der Warp hätte die alte Route zum Planeten zerstört und die Berechnung einer neuen wäre sehr zeitaufwendig und mühsam. Ja, geh einfach zu Cassia, wir regeln das. Und wenn wir ein paar Astropaten verbrennen, dann passt das schon. Astropaten schicken ja Nachrichten. Als gäbe es Wichtigeres als den Schutz des Glaubens und die Jagd auf Diener des Erzfeinds. Absolut gar nicht. Emperor be praised, wie auch immer. Die Route war verloren und alles Wissen darüber starb zusammen mit dem alten Navigator bei dem Angriff auf das Schiff. Aber jetzt haben wir eine neue Spur. Die Daten aus dem Kultistenschrein auf Footfall. Ganz gleich, was der Schurke gesagt hat, den wir hingerichtet haben. Es muss einen Weg geben, sie zu finden. Sagt mir, Rogue Trader, werdet ihr mir bei diesem Vorhaben helfen? Werdet ihr mir helfen, dieses wichtige Relikt zu finden und den Menschen des Imperiums zurückzugeben? Denkt dran, Epic Loot. Aha. Wie wär's denn mit der 3? Die Suche nach alten Schiffen und Relikten ist eine spannende Sache. Natürlich helfe ich euch. Wie alt bist du, 14, Alter? Wenn es euch wichtig ist, werde ich helfen, Agenta. Oh, bitte Schleim, Alter, drück die 1.
Ich würde alles dafür tun, ein heiliges Objekt für die Menschen des Imperiums zurückzuholen. Die vier ist, wenn wieder diese verfluchte letzte Dämmerung die Finger im Spiel hat, ist es meine Pflicht, euch zu helfen. Dieser Kult muss in der gesamten Coronas-Ausdehnung vernichtet werden. Ah! So sei es, Rogue Trader. Nicht anfassen! Doch. So wie ich es hier von dem Handelsbrief stehe, der Verkörperung des Willens des Imperators, signiert von seiner eigenen Hand. Ich finde das sehr schön, dass sie im Vorfeld haben. Ja, das wird angedeutet, dass der Imperator den unterschrieben hat. Die dass Verkörperung des... das heilige Relikt zurückgebracht ist und die Ketzer bestraft sind. Und möge das Licht auf diesem Pfad mit uns beiden sein. Weiß ich nicht, ob Bestrafung immer direkt Boltpistole an den Kopf heißt. Da hat man nicht mehr viel von, dass man bestraft wurde, oder? Was ist denn sonst? Ja, Lobotomie oder was? Genau, man kann ja als Servitor noch weiterarbeiten. Das stimmt allerdings. Hängt dran, auch der Verräter aus Darktide durfte noch weiterarbeiten. Je nachdem, der Inquisitor, der ins Gesicht geschossen hat. Lord Captain! So Gott, dann reden wir schnell mit Heinrich und dann ist die Episode auch schon wieder rum, denke ich. Ach, Unruhe auf Treibstoffdeck. Hä? Was? Heinrich! To what do I owe this visit? Oh, er redet selbst. Ich weiß nichts von euch, Heinrich. Wir haben noch nie mit dem geredet, hä? Du wirst doch nicht viel über den erfahren. Ich will, dass die Inquisition sich um Idira kümmert. Befreit mich von ihr. Nummer 1. Yes, but not here. I wouldn't want our conversation to be gossip fodder on the bridge. Wieso will er denn die ganze Zeit alleine mit mir irgendwo sein? Ich will nicht alleine mit dem Abelard. Kann er mitkommen? Vielleicht will er dir in den Piepern fassen. Das ist nicht so ein Inquisitor, okay? Ach so. Ach, er hat gewartet, bis ich mich in meinen Sitz gefläzt habe, ja? Und jetzt redet er nicht mehr mit mir, ja? Okay. Danke, dass ihr dieses Gespräch ermöglicht habt. Ich nehme an, es wird Zeit, euch den Grund für meine Rückkehr auf euer Schiff zu erklären. Du findest mich heiß und sexy, ich verstehe das. Ich habe jetzt auch einen großen Schreibtisch, ja? Ich begrüße die Möglichkeit, die Inquisition zu unterstützen. Ich habe nichts gegen euch persönlich. Hätte ich in der Angelegenheit etwas zu sagen, werde ich nicht auf meinem Schiff. Uff, ich als echter, treuer Diener des Gott-Imperators begrüße natürlich die Möglichkeit, die Inquisition zu unterstützen. Lord Captain, euer Enthusiasmus ist lobenswert. Oh, der Interrogator lächelt, aber seine Augen bleiben kalt. Gut, reden wir über das Geschäft. Den Kult der letzten Dämmerung. Die Verrückten predigen ihre ketzerische Lehre vor den Bewohnern der Coronus Expans. Da müsste Ausdehnung stehen. Und stacheln sie zu Verbrechen gegen den Thron und die Menschheit an. Eines dieser Verbrechen wurde in eurem Handelsimperium verübt. Der Großinquisitor hält es für erforderlich, dass einer seiner Gefolgsleute den Freihändler und auf seiner Reise in die korrumpierte Region begleitet. Okay, cool. Oh hey, wir sind Imperium. Warum sollten Agenten des Ordo Xenos gegen einen Chaoskult ermitteln? Ihr seid recht beschlagen, was die Organisation der Inquisition angeht, Lord Captain. Ja, anfangs stand unsere Gegenwart in der Coronus-Ausdehnung ganz im Zeichen der Bekämpfung von Xenos. Aber das ist längst nicht alles. Der Kult hat indirekt mit meinem Spezialgebiet zu tun. Ohoho. Vielleicht kann ich euch eines Tages die ganze Wahrheit verraten. So, Großinquisitor erwähnte einen Brief. Ach so, den habe ich noch gar nicht gelesen. Hinsichtlich meiner Taten? Was habe ich denn getan? Ach so, wir haben den Planeten verglast, ha? Huh? Na gut, kann auch nichts machen. Das ist korrekt. Ich sollte eine größere Toleranz für die Fehler eines erst kürzlich ernannten Freihändlers zeigen. Allerdings bin ich überrascht. Der Großinquisitor zeigt sich hinsichtlich der Schwäche von Verstand und Seele für gewöhnlich nicht nachsichtig. Was habe ich denn gemacht? Auch nicht bei jemandem, der die Bürde eines stolzen Titels erst kürzlich auf sich genommen hat. Sag mal, Mr. Abelard, was ist denn das Problem hier? Weiß ich nicht, der fährt sich ein bisschen zu hoch, der Dude. Na gut, ein Chaoskult in meinem Handelsimperium. Wollt ihr Anschuldigung gegen meine Dynastie vorbringen? Das Chaos kommt auf leisen Sohlen. Das Gefährliche an geheimen Kulten und Sekten ist der Umstand, dass sie wie Samen sind. Sie können unbeschadet über Jahrzehnte im Boden verharren, bis sich eine Möglichkeit ergibt, zu Keimen zu wachsen und monströse Früchte zu tragen. Ja, so wie in Chaos Gate. Die haben 10.000 Jahre oder so gebraucht, bis sie das Ding losgetreten haben, nicht? Dann sind wir irgendwann dann um die Ecke gerutscht. Die Entstehung eines... Ich hätte gerne einen Grey Knight an Bord. Können wir den haben? Die Entstehung eines Kultes auf einem Freihändlerplaneten heißt nicht, dass das Oberhaupt der Dynastie selbst ein Anhänger des Chaos ist.
Gleichwohl ist anzumerken, dass Theodora von Valancius für ihre recht freie Auslegung der durch den Handelsbrief gewährten Freiheiten bekannt war. Willst du nicht mit mir prügeln? Eine Blutlinie kann durch die Verfehlung ihrer Ahnen befleckt sein. Sollte dem tatsächlich so sein, wäre es in eurem besten Interesse, euch nach Kräften reinzuwaschen. Ich wasche. Ihr habt Spione, ich wüsste gerne mehr über diesen Kult. Ihr habt bereits zugestimmt. Genau. Ich habe doch bereits zugestimmt, dass du da bleibst. Was willst du denn noch? Der Freihändler soll mich zu dem System bringen, dass die Produktionswelt... Ah, okay, das heißt, wir haben bald für jeden Planeten jemanden, der dahin will, ja? Dann werde ich euch auf die Oberfläche begleiten, um in Erfahrung zu bringen, was der Kult plant. Okay. Heinrich nach Kiawagama bringen. Ganz ehrlich, die Antwort auf diese Frage wird keinem von uns gefallen. Die Mannschaften des Chaos verursachen für gewöhnlich nicht nur Tod und Zerstörung. Cool. Wir haben auf Rickard einen Chaos Space Marine getroffen, riskieren wir auf seine Brüder zu stoßen. Ich hege keinen Zweifel, dass das früher oder später passieren wird. Chaos Marines, die mit dem Kult gemeinsame Sachen machen, das ist eine ausgesprochen schlechte Nachricht. Ja, kann man nicht jemanden anrufen, der sich darum kümmern kann? Also jetzt ernsthaft um dieses Problem? Chaos Marines sind kein Scherz. Nee, das müsste hier der Ordo Hereticus machen. Ruf mal hier so ein Dings, die Deathwatch oder so an. Die macht ja nur Ordoxenos-Sachen. Das ist mir egal. Wir können nur hoffen, dass wir es in der Koronos-Ausdehnung nur mit einem Trupp von Chaos Space Marines zu tun haben, nicht mit einer ganzen Kompanie. Danke für die positiven Gedanken, Heinrich. Eine Company Wordbearer, das sind Minimum 100, 300, 400 Leute. So, ich lasse nicht zu, dass sich jemand auf einer meiner Welten wichtig macht. Das gilt für Diener des Chaos ebenso wie für Xenos oder Ketzer. Fehlt mir von den Drukhari, die Rickards Sonne gestohlen haben. Die Drukhari, einer der Zweige der Eldari, einer uralten und brutalen Xenos-Spezies, ja, Weltraumelfen. Diese Kreaturen sind ein lebender Schrecken für gewöhnliche Leute, die Opfer ihrer Raubzüge werden. Denn ihre Opfer werden nicht sofort getötet, sondern werden zu ihren Spielzeugen. Genau wie ihr und ich Luft zum Überleben brauchen, brauchen die Drukhari psychische Energie, die aus Qualen und Schmerzen entsteht. Diese Energie entlocken sie ihren Gefangenen. Aha, cool, danke. Ihre unverkennbaren Schiffe tauchen plötzlich und unbemerkt auf, denn gegen ihre Tarntechnologien sind gewöhnliche Auguren-Arrays des Imperiums machtlos. Ziel ihrer Überfälle ist es nie, eine Welt oder ein Schiff zu erobern. Nein, sie interessieren sich nur für frische Opfer. Warum dann eine Sonne klauen? Nachdem sie ihre Lagerräume mit lebenden Gefangenen gefüllt haben, verschwinden sie in das Netz der 1000 Tore. Da können wir draufklicken. Ein extradimensionaler Raum, auch bekannt als Labyrinth-Dimension der Welten. Willst du kurz was dazu sagen? Ja, das ist die Art der Elder zu reisen. Damit die nicht durch den Warp mussten, haben die das Netz der 1000 Tore erschaffen und reisen so. Ist entspannter, eleganter zu reisen. Nur die Menschen haben das noch nicht so auf Kette gekriegt. Die fliegen lieber durch den Warp. Ja, lieber. Der Imperator hat daran gearbeitet, dass er das Netz der 1000 Tore benutzen kann und wurde dann ein klein wenig hintergangen. Genau, und dann musste er seinen Sohn verprügeln, den dann auch verprügelt hat. Und jetzt hat er Wichtigeres zu tun, überleben zum Beispiel. Anstatt und sich irgendwie darum zu kümmern, gibt es plötzlich Chaos Space Marines und Traitor Legions und... Kannst du mal Lorga bedanken. Also eigentlich beim Imperator ist es eine schwierige Story. So, eine andere Dimension, die ihre größte Festung verbirgt. Komorra, die dunkle Stadt der Drukhari, aus der es kein Entkommen gibt. Hardcore widerlich, der Ort. Ich weiß nicht, warum die Drukhari Rickards Sonne gestohlen, die Prophezeiung des Kults erfüllt haben. Vielleicht spielen die Xenos selbst eine Rolle in den Plänen. Vielleicht hat Auroras Prophetie tatsächlich die Taten der Drukhari beschrieben. Da Idira hat bis jetzt quasi immer recht gehabt. Warum Kiawagama? Unzusammenhängende Datenfragmente, ja, bla bla. Ich muss mal im Geschäft nachgehen, muss ich sonst noch was wissen? Lass es mich so sagen. Ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Du hast einen ziemlich klumpigen Kopf. Aber mein Ziel ist es, euch nicht zu behindern. Ich bin hier, um euch im Kampf gegen Feinde beizustehen, Ich bin hier, um euch im Kampf gegen Feinde beizustehen, derer ihr euch vielleicht gar nicht bewusst seid. Idira zum Beispiel. Ich gebe euch mein Wort, dass ich alles tun werde, um die Ketzerei auszumerzen, die sich auf den Valancius-Welten ausgebreitet hat. Okay, cool.
Danke, dass ihr einen Teil eurer Zeit erübrigt habt. Ja, kein Ding. Und jetzt verpiss dich. Dann haben wir auch mal Arbeit hier. Ach, endlich wieder allein in meinem Büro, ne? Erstmal an den Tresor gehen. Was haben wir hier Schickes? Moment, den... Benutzt die Dira doch, oder? Haben wir zwei davon? Was? Von diesen... Ketzersteinen? Edelstein der dunklen Lebenskraft. Okay, anscheinend haben wir zwei davon. Hart. Dann packen wir einen davon mal in die Fracht. Das ist so ein Chaos-Artefakt. So, hier gibt's nichts von uns, gell? Wir haben nur... Doch ein neues haben wir hier. Die Maske der Aurora. Unser Foto. Unser Foto. Unser Foto, gemacht von einem echten Profi. 30 Euro. Na gut, Männer. Zurück nach Fußfall. Wir wollen uns betrinken gehen, Abelard. Ich hoffe, er hat Zechen geskillt. Oha, Janris. Lord Captain, wir sind wieder in Reichweite des von Valancios Protektorats. Das ist von höchster Dringlichkeit, die Kommunikation mit eurem Planeten wiederherzustellen. Wie machen wir das? Die Erschließung von Kolonien, die Beanspruchung neuer Territorien, die Herstellung von Handelsbeziehungen. All das ist nun euer Privileg und eure Bürde. Okay, Fußfall. Wir würden gerne in die Schattenquartiere und die Persona non grata besuchen gehen. Jawohl. Heinrichs bleibt bitte an Bord. Niemand mag ihn. Er möge an Bord bleiben. Wir kommen jetzt rein. Jemand zeigt auf Pascal. Die da werden hier drin nicht bedient. Die müssen draußen bleiben. Aha. Das Ding hier ist also aus Schrott zusammengecraftet, ja? Warte, da steht Güter. Hier um die Ecke. Nein, da unten. Mein Loot Sense hat getingelt. Und da links steht ein verlorener Rucksack, ja. Dann geh ich plündern. Nur wenn was Cooles drin ist, bitte. Ein Tempel für die Pracht. Medicay. Sägemehl, giftige Abfälle, nahrhafte Stärke. Das Tech-Einsatz. Sofort. Wo? The Divine Watches Over Us. Lustig, vor Jay steht schon der Name. Ich glaube, es ist ein spielbarer Charakter. Oh, Achtsamkeit. Hier ist Achtsamkeit. Der Shisha war hier. Was will der von mir? Er hat eine Knarre gezogen. Er hat sich den Kopf geballert. Oh, beim Thron. Das ist er, oder? Der arme Kerl, dem die Anwes die Zunge rausgeschnitten haben. Er hat sich den Kopf geballert. Warum hat er das gemacht? Genau der. Ich glaube, er war bei der Kasbalika. Naja, jetzt hat er keine Sorgen mehr. Kennt man doch aus einer ganz normalen Shisha-Bar. Irgendwann zieht einer eine Knarre und bläst sich die Rübe raus. Was steht da? Die Polsterung des Sofas bewegt sich. Ein meisterhafter Energiestreitkolben, Mr. Abelard. Wir mal angucken. Loot. Epic Loot. Hier stehen Schläger. Hier scheppert's wohl. Ritzer. Erstmal mach ich den Safe da hinten auf, okay? So, wir kommen erstmal einmal. Wenn die irgendwas von mir wollen, sage ich, ich bin der Rogue Trader. Ich mache auf, was ich will. Wer ist denn Ritzer? Die Frau dürfte in den 40ern sein und mustert dich interessiert. Ach ja. Oh, die hat ein Bild. Die hat ein ziemlich cooles Bild. Das ist doch nicht ganz das, so wie die aussieht. Na gut. Wollt ihr was Bestimmtes? Wollt ihr kaufen oder verkaufen? Seid nicht schüchtern. Ach, das sind, sind das die leeren Piraten oder wer das waren? Kann sein. Zeigt mal, was ihr anzubieten habt. Ja, Gefährten der Leere. Gezacktes Großschwert. Einkaufen, bitte. Warum haben wir eigentlich einen Profitfaktor verloren? Weil ich Idira gereskillt hab. Das ist ein neuer Stab. Haudegenmantel der Flotte. Dieser Mantel gewährt dem Träger 10 Parierenreduzierung und 5 Rüstungsdurchdringung für Nahkampf.
Erdbrecher ist ein dicker Knüppel. Oh, das gibt es später. Ich komme mir gerne das Zeug unten. Piratenkettenhemd. Gemetzel. Eine Pattern-Maschinenpistole, Apex Predator Handschuhe, Nadelpistole, Taktikrucksack. Dieser Rucksack gewährt seinem Träger einen Feuergeschwindigkeitsbonus von plus 1. Den hätte ich gern. Da brauchen wir 10 für. So ein Retobi-Feindhammer. Noch ein Haudegen-Umhang. Erzmilitantenstiefel. Todesweltschutzanzug. Die haben komische Sachen, die Jungs. Nur ein bisschen. Grimoire der Leere. Erhöht die Chance aufs Auslösen psionischer Phänomene. Was ist das denn bei den Leuten? Das Vox-Bezirk-Relais. Wenn ein Verbündeter, der unter... Hey, das ist doch was für mich, tatsächlich. Bring es zu Ende. Fähigkeit anvisiert, Ende des Kampfes, plus 1. Nee, nicht so spannend. Gemetzel, Kettenaxt. Okay, cool, danke. Und sonst so? Willkommen zurück. Was sind das für Jungs? Welche Waren würdet ihr verkaufen? Ich soll euch von Opa Backwal grüßen. Ach, das ist der Typ, den wir auf dem... Du hast Rabatt in Höhe von 5% bekommen. Woo! Sexy. Kann ich nochmal reingucken? Können wir irgendwas kaufen? Ja, natürlich haben wir den umgebracht. Natürlich haben wir den umgebracht. Okay, gut. Dann wissen wir jetzt, wo die auch sind. Dann können wir jetzt von unserem Schiff aus mit allen Leuten handeln, oder? Ich glaube, ja. Na dann. Logik. Pascal, repariere in die Jukebox. Gut, dann drehen wir mal eine Runde. Wer ist denn Gordy Staktov? Ich hab mir nicht vorgestellt. Zeche 90. Zeche! Was hast du? 55. Abla, Zeche eher. Nothing matters more. Know your duty. Okay, hast du jetzt nur daran geschnüffelt? Was jetzt passiert? Jetzt passiert. Hm, ich glaube, wir haben Jay entdeckt. You have no idea. I just might. That's the second bottle you've downed. What? Bubble of water. Jai Hidari. Falcon And what does that unholy scion of a Grox and a Brahan? Die hat auch einen Robo-Arm. Die sind alle so viel cooler als wir, gell? I don't really care. My sole plans for tonight are drowning my grief in a sea of Amasak. We'll give you grief, all right? Get out! Whoa! Die haben ordentlich Salbenfeuer, die Jungs. Don't think so, Ashmar. And tell Falco to come himself next time. Die geht jetzt einfach weiter saufen. Die ist so cool. Die ist wie Han Solo. Get some sleep. We'll talk about settling up later. Octi, Sherin, light of my eyes. Can't you see my soul is full of sadness? Have you no horse at all? Let go of your material concerns and let me grieve in peace. Entspann die Dame. Have we met somewhere before? Ja, bei dem Dude. Also beim Lehnsherrn. Nein, dass sie dich nicht gemerkt hat. Do I have the honor of speaking? Rogue Trader Fayette von Valancius. Ablad, stelle uns vor. Von Valancius? My deepest, humblest regards, your lordship. I never would have imagined I'd be standing at the bar, in the Amasekus, next to an honest-to-God emperor Rogue Trader. Da sind noch zwei Leute dazwischen, aber ja. Jai Hedari at your service. Professional trader, shrewd commercial broker, and, may Ashi steal my tongue if I'm lying, the most honest dealer on footfall. Nonetheless, we all have our problems, and at times even one's many merits aren't enough to solve them. Perhaps it would be no trouble for a person with your kind of power and standing to Natürlich kann ich zu Han Solo nicht Nein sagen. I have heard a great deal about how... Unmöglich. Open-minded the members of the Whoa. And Lady Theodora especially. Was wurde gestohlen? Goods of incredible rarity, Shireen. But it's not just that. 2 dozen of my people lost their lives in the impenetrable emptiness of the void to acquire them. I cannot leave their families with nothing. Klingt ausgedacht? Logikprobe. Gewöhnliche Schmuggler kleiden sich nicht derart auffällig und verhalten sich nicht so verwegen. Aha.
So, diese Frau hat viele Verbündete verloren, um diese seltenen Güter zu beschaffen. Sie zurückzuholen hat sie... ja, wissen wir doch. Bittet ihr einen aufrichten Bürger etwa, sich am Schmuggel mit Xeno-Artefakten zu beteiligen? Ich hätte euch allein für den Vorschlag augenblicklich hinrichten lassen sollen. Eure Fracht ist nichts als schädliches... ich möchte euch einige Fragen stellen. Ask as many as you wish, Shireen. Trust is the key. You see, Shireen, there's one cardinal rule on Footfall. Anything goes, as long as it doesn't get in the way of business. Okay, ja, klingt vernünftig. Aber Footfall gehört jetzt mir. And in recent years I've hit it so big, I've become a speck of sand in someone's green eye. They used to throw small wrenches into my dealings here and there. Well, now they've decided to really put their backs into it. Okay, ja. Was habe ich jetzt damit zu tun insgesamt? We had a mutual misunderstanding. I believe Vladayim in a most Vladayim, jetzt weißt du, wie man den Namen sagt. His duties as guardian of the downtrodden and wronged. So I'm in desperate need of a new. Wir machen heute nichts außer mit Leuten zu reden. Wir gehen wieder zurück aufs Schiff und gucken, mit wem wir noch so reden können. All I need is for you to drop by one dark corner of Footfall Shadow Quarters and pound it into the thieves' head. Kein Problem. Mach ich sofort. Hey, scheint auf Footfall einiges an Einfluss zu genießen. Die Weigerung des Lehnsherrn, ihr zu helfen, bedeutet den Verlust seines potenziellen Verbündeten. Sodass uns die Fracht in die Hände fällt. Wenn der Lehnsherr seine Pflicht vernachlässigt, werde ich zu eurem Patron. Ich bin nicht interessiert. Machen wir die zwei, ha? Huh? No. May the exalted one bless you and your progeny. Then here's what we'll do. We shouldn't be seen together before we make it to the safe house. I'll head there first. Das ist jetzt dann das Lagerhaus, so. Das Lagerhaus, glaube ich, nämlich auch. Right. Here, that's where those Ashmags are keeping the stolen car. Die benutzt die ganze Zeit so komische Slang-Wörter. Shireen, Asi, Ashmag. I'll be waiting nearby. You can come. Die dumm oder so? Octavia. Wer war das hier? Seid ihr... Was? Was? Die Barfrau kennt dich. Die hat vor allen Dingen ein eigenes Bild. Ja, klar, das bin ich. Genug davon. Ich will Strafe für Eindringlinge, ich ruhe für mich selbst. Bringt mich auf den neuesten Stand. Die Geschichte, die mir schiebst, das Kind, Avarion-System, oh, das sind, ne? Gerüchte. Ein Handelsschiff, das vor Jahrzehnten verschwunden ist. Da können wir jemanden hinschicken. Gerüchte, Gerüchte. Ich habe noch etwas für euch. Zusammen mit Müll, Frachtladung abgeworfen. Okay, das war's für den Moment. Es geht um eine Frau. Die ist rein an der Bar. Ja, können wir kurz drüber gehen. Spioniert die sie aus? Ne, wir machen mit der gleich eine Mission. Jay. Jay ist was Besonderes. Sie hat sich hier Footfall einen Namen gemacht. Verbindungen. Ja, ja, ja. In letzter Zeit ging hier alles drunter und drüber. Ich brauche einfach mal etwas Zeit für mich. Gebt ihr mir einen Schluck des hiesigen Fusels. Prüfend an, nimmt dann eine Flasche aus einem Regal, entquarkt sie. Durchsichtige, scharf riechende Flüssigkeit. Pasqual. Ich kenne die alchemistische Zusammensetzung dieser Substanz, aber eine derart ungewöhnliche Anwendung dafür ist mir noch nie untergekommen. Ein exquisites Materium zu Ehren des Omnisire. Was, will die, dass ich hier Schmiermittel trinke? Na gut, soll ich mir das angucken oder einfach abziehen? Damit. Ich guck's mir erstmal an. 62 EP! Glas enthält eine Flüssigkeit, die definitiv aus verbrauchtem Promethium gemacht wurde. Nice! Oh oh! Ah, die Flüssigkeit hat dann gar versucht, sich hindurch zu brennen. Oh Mann, ich huste Blut. Ist hier voll gekotzt. Der Thron stehe uns bei, ist alles in Ordnung. Er hätte den Oktanblend nicht bestellen sollen. Ich hab doch was für Gäste mit feinerem Gaumen. Trinke ich auch, kein Problem. Oh Mann, gebt mir etwas Starkes, sage ich glaube ich nicht nochmal. Allerdings habe ich keine dauerhafte Verwundung. Hatte ich gerade kurz daran gedacht, dass das eventuell passiert. Den kompletten Drachen zerrotzt. So, ich rede jetzt hier mit niemandem mehr. Wir gehen jetzt jemanden abknallen, okay? Das klingt nach dem Plan, sonst wird die Folge echt langweilig.
Ja, langweilig würde ich nicht sagen, wer sich mit, wer sich ein CRPG anschaut im Warhammer-Universum, der weiß, dass es auch solche Episoden gibt. Ist ja in Baldur's Gate auch nicht anders. Symbol. Da wären wir bereit, jeden zu töten. Torra und Chor hat ihre eigene Crew mitgebracht? Jays Assistenten. Die hat ihre eigene Crew dabei. Die hat zwei Knarren und was ist das? Eine Shotgun? Nee, ein Zweihandschwert. Die hat zwei Pistolen und ein Zweihandschwert. Die ist richtig Gangster. Irgendwas sagt mir, dass was schief geht. Hey, Lord Captain, denkt ihr, diese Unternehmung ist klug? Da hinten Schläger, Servitoren. Servitoren. Wir sind von Martis. Hey, hi. I will cast you into eternal darkness. Deswegen ist es kein Hinterhalt. Weil Cassia ist relativ. So, Cassia, Agenta, Jay, ein Schläger ist zwischen uns dran. Die kriegen richtig auf die Fresse. Servitoren haben richtig Schiel. Ah, da hinten sind Schläger, Kampfservitor, Schläger. Ein Attentäter. Rechts stehen zwei Gerüstete und ein Spezialist. Ich sag, ich bin ja zuerst dran, sowieso. Ich kann dann direkt an Cassia geben, die kann dann da mal durchblasen und dann ist sie ja gleich auch selbst dran, gell? Pass auf die ganzen Sprengfässer auf, ich weiß nicht, wie die ausgelöst werden, aber mit Sicherheit nicht besonders gut. Die haben nur 4. Warte, dann packe ich Cassia hier. Agenta, oh Alter, das sind echt viele Sprengfässer. Banditenattentäter ist hier das Problem, ha? Mit einem Lasergewehr. Schläger, Schläger, Schläger sind einfach nur Futter. Futter für unser Ultimate. Banditenattentäter auch mit einem Lasergewehr. Und die Servitoren halt, die werden kommen und versuchen mit ihren großen Zangen zu petzen. Wie weit laufen die Kerle denn? Bewegungspunkte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, für die ersten 1, 2 Runden sitze ich hier gut. Okay. Der Kampfservitor, der hat schon Melter, ne? Ja, aber der kommt trotzdem her. Die anderen haben nur Petzzangen. Cool, ich sehe gar niemanden von hier. Richtig, richtig nice eingefädelt. Ugh. Actions will speak louder than words. So, was können wir denn hier Feines tun? Was sind das hier für Fässer, die die da haben? Lohnt sich das da drauf zu schießen, meinst du, oder eher nicht? Ich weiß nicht, was für Harten. Da steht leider nicht bei, was für Damage die machen. Moment, habe ich hier irgendwas vergessen? Sollte die nicht Dings haben, diesen komischen Extraschuss? Vielleicht mal nachgucken, wo der hingekommen ist. Ja, ne? Die ganzen Haufen da, Zahl, das sind das da hinten für welche? Da kriege ich vielleicht einen Doppeltreffer. Anything else? War kein Doppeltreffer, aber hat schon hingehauen. Den Hintern getroffen? Ja. Lustig. Sollte die nicht Dings haben? Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Hier. So. Ach, da ist doch Todesflüstern. Warum ist das dann nicht eingetragen bei mir unten? Muss ich gleich mal nachgucken. Das ist ja dann. Guck mal jemanden böse an, würde ich sagen. Da gehen aber ein paar Fässer kaputt. Ja. Ich weiß nicht mal, was hier gerade passiert ist. Ich sehe aber leider relativ wenige Aussetzer. Oh, hier ist alles stinkig geworden. Cassia! Ich habe gesagt, du solltest bei dem Burrito-Dienstag nicht so zuschlagen. Das war also doch die Toilette auf der Offiziersmesse gewesen. Also die Nachhut kommt dahin. Das hier nicht drehen könnte. Manchmal kann ich es drehen, manchmal nicht. Was heißt denn, manchmal kannst du es drehen? Es ist schwierig. Das hier vorne, hier. Ja, hier. Da werde ich Abelard gleich parken. Okay. Ich hätte gern hier zwischen. Also.
Das ist die Backup-Zone. Das ist die Frage. Was ist die Agenda? Ja, komm, scheiß drauf. Kostet ja nicht. Mal Jays Assistenten. Da hat Jay. Nee, sind, wieso hatten die ein Kettenschwert auf dem Rücken? Die hat doch keinen Eviscerator dabei. Da glaube ich nicht dran, dass sie einen Eviscerator besitzt. Töte ich einen oder? Mach ich überrasch mich. Da hinten, aua. Das ist ein 60er. Ja, komm, das trifft die. Komm. Hast den Typ und die Kiste getroffen? Mhm. Er war aber sehr traurig und hat laut No gerufen. So, Zonen stehen. Bei die hätte ich gern doch noch woanders. Kann die sofort versetzen? Muss er finde ich erst in die nächste Runde? Nee, in der ersten Runde nicht, wo ich die hab. Dass man die nicht drehen kann, gell? Kann man doch bestimmt irgendwie drehen, oder? Komm, scheiß drauf, kommt jetzt hier hin. Da habe ich sie zwar nicht hingesetzt, aber da ist sie jetzt. Wie heißt deine Klasse? Großstratege. Guckt aber jetzt halt mal nach, die kann bestimmt drehen, die Zonen. Das macht ja gar keinen Sinn sonst. Na dann, Agenta, lass mal knallen. Oder was hast du vor? Mach ich. Ja, mal so links nach rechts drüber gezogen. So ein Entgarn. Mal verwechseln. Vergesst dein genüssliches Gemetzel nicht. Da konnte ich nicht, ja. Machen wir es gleich an. Ja, du hast jetzt plus 15 Waffenfertigkeit über Vielseitigkeit, nachdem du 3 Buffs da drauf hast. So, warum ist meine neue Fähigkeit da nicht drin? Todesflüstern sollte das da unten sein. Okay. Ballistik auch, nur die ist gerade außer Atem, deswegen ist es weniger. Okay, vergiss. Dann habe ich mich vorhin geirrt. Sieht hier niemanden mehr, so falsche Waffe. So, dann schnappen wir uns mal den Attentäter da hinten, damit der gedebufft ist. Der blutet jetzt für 7 Punkte Schaden pro Runde. Dann machen wir perfekte Position. Dann buff ich mich. Weil die bekommt dadurch auch den ganzen Krempel und dann hat die jetzt auch 65 Punkte Ballistikfertigkeit. Dann kann ich noch den Blößekram hier benutzen. Und zwar am besten auf einen von den Servitoren. Huh? Und ich kann den hier einfach so wegputzen, glaube ich auch, wenn ich das wollte. Ja, gibt sich nicht viel im Endeffekt, schätze ich. Was that you? Or... Und pop! Arbeit. So, bringt das Schwert mir was? Ne, das macht nur Psi-Wert, das heißt, Waffwechsel lohnt sich bei der nicht wirklich. Und ich bin dran. Und Idira ist dran. Was haben wir denn noch so an kleinen Gegnern? Niemanden bald, ne? Wirklich nicht. Hardcore. Anything else? Langsam müssen wir uns um die Großen kümmern. Ich versuch's mal. Eine perfekte Position hat die noch. Das gibt sich alles nicht viel. What of course? Anything else? 27. Schaden, Schaden, Schaden. Wenn ich auf den schieße, explodiert das Fass mit. Tut es. Ja, gut. So, und einen habe ich immer noch. Was that you? Or...
So, dann bin ich noch dran. Die da sehen noch relativ juicy aus. Was ist das für eine Zone hier direkt vor uns? Was meinst du? Die hier. Deckung und Ausweis. Das ist nicht so spannend, oder? I will not be deterred. And so shall it be done. Wow, 60%, viermal vorbeigeschossen. Oh. Kann jedem mal passieren, ha? Huh? The Emperor commands. Gut, die können ja alle nicht wirklich bis hierher kommen. Will do. Dass die jedes Mal Todesflüstern machen kann, wenn die einen Bonuszug bekommt, ist schon hart. Das ist wirklich hart, gut. Ich habe gedacht, es hätte Cooldown wenigstens. Na gut, ich ziehe aber mein Schwert und meine Pistole einfach nur, um cool auszusehen. Wow! Bonusgegner, gruselige Banditen. Au! Bitte nicht, der schießt mich! Da kommt er. Hm. Ja. Halsmaul. Hat er mein ganzes Team gestunt? Ja, passt ja auch. Ich wusste nicht mal, dass so einer mitspielt. Die töten mich hier. Ja, ich kann ja nirgendwo hin. Another voice to join my choir. Idira scheint aber nicht mehr betäubt zu sein. Gut, Abelard. Uff. Alter. Exemplary strike. Du kannst keinen Kampfservitor in einer Runde töten. Und oh. So, wie komme ich an Banditenspezialist dran, um den zu vernichten? Agenta kann gleich auch noch den schießen, ne? Na gut, aber du hoch da. So, Feindanalyse. Dann Jagd auf Beute. Dann Kopfgeld einfordern. Und dann Plasma-Überladung. Naja, machen wir ganz normale Plasma-Explosion, würde ich sagen. So, und dann Maschinengeist. So, der hat jetzt keinen Maschinengeist mehr. Alter, was uns das Punkte gekostet hat, dass mein Typ umgefallen ist. Guckt mir unsere Leiste an. Mm. Unser Team ist super traurig. So, gemeinsame Analyse. Pascal hat viel zu viele Knöpfe zum Drücken. Oh. Rogue Trader am Boden. Ich wiederhole, Rogue Trader am Boden. I've suffered worse. Achso, die ist ja nicht dran. Wenn es nicht was gut macht. Warte mal, mein letzter Schuss war ein. Steht das irgendwo? Ja, ich glaube, ich weiß es, weil ich weiß, was für eine Waffe sie in der Hand hat. Was ein Rostfluch. -10% Rüstung, -2 Deflektion. Bitte erschießt Pasqual nicht. Ich kann mal legen, dahin zu gehen und von da aus zu schießen. Ich kann auch dahin gehen. Die Mitte ist verflucht, da wurde ich einfach so niedergeschossen. Erbarmungslos, muss man dazu sagen. Dann ist der dran, dann ist der dran. Oh man. Mit einem ganz normalen Standard-Stock-Lasergewehr haben sie mich niedergemäht, gell? Mies. Ich glaube, das Spiel ist auch weniger Waffen, sondern mehr Fähigkeiten und Synergie. Wir werden nicht irgendwo eine epische Laserwaffe finden, die dreimal so gut ist wie eine normale Laserwaffe, die man am Start bekommt. Das Fässchen hat nur noch einen Punkt Gesundheit, gell? Das macht's nicht mehr lang. Naja, warte, ich gehe hier.
Yeah. Go, go, Magenta. Pam, 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 pam. Können es hinten auf den Banditen schießen oder den Schläger oder... Und beide. Der Durchschlag trifft selten. Ich glaube, da muss man Sachen für skillen, damit er trifft. Oh, naja, egal. Ja, sprint ruhig nochmal durchs Gift, stinkt ein bisschen. So, Jay ist dran, gucken wir, was die macht, außer gerade sterben. 5 hat sie jetzt. Was zum Pick? Jay, du hast fucking Pascal getötet! Die hat ihr bringt es zu Ende gegeben. Ernsthaft? Ja. Hart. Auf wen soll ich denn schießen? Auf Jay? Ja. Deswegen, der fällt gerade mein ganzes Team flach. Die Lira ist auch vergiftet jetzt. War gut. Nochmal. Die hat die größte Stunde gegeben. Oh, sehr gut. No. Mann, die hat ja den Laden jetzt übernommen, nachdem ich gestorben bin bei der Sache. Ich muss zurück aufs Schiff. Die Ripper-Docks müssen mich wieder fit machen. Okay, Agenta, chill mal. Nur noch der eine. Kann ich durchs Gift laufen, bitte? Nur noch der Kampfservitor. Ja, Ablad ist auch noch dran. Schauen wir mal. Zur Not. Zur Not. Oh. Fuck. Ja. Es mag sein, dass mein Scharfschützengewehr alle ist. Ah. Upsi. Na gut, dann müssen wir das Ganze hier jetzt strategisch angehen. On it. Oh ja. Okay. Ich muss mich komplett verausgaben. Meister, vergebt mir. Psionischer Angriff! Hm. Great Demon of Corn. Kann passieren, Mann. Killsteal. Abelard, vergifte er sich bitte nicht selbst zu Tode. Ich glaube, so weit kommt's nicht. My ears are ringing. Sicher? Du hast ihn einfach halbiert mit deinem Hammer. Ja, aber ihr steht hier alle jetzt mitten im Stink. Seid still und bewegt euch, Chor. Wir müssen den Zugang zu den Tunneln öffnen und unsere Leute reinlassen. Was denn für Leute? Sehr gute Frage. Ich bin gestorben für diese Sache hier. Zwei, drei, fünf, dem Erhabenen sei Dank. Diese Ashmax hatten noch keine Zeit, sich mit irgendwas aus dem Staub zu machen. Gib mir 2 Minuten. Ich sende die Koordinaten an meine Crew, die mein Eigentum an einen sicheren Ort bringen werden. Und erledigt. Alles klar. Wollen wir uns jetzt nicht an einen angenehmeren und privateren Ort zurückziehen? Oh ja. Ich hoffe, eure angepriesene Weisheit ist die viele Mühe wert. Gehen wir. Oh, das Geräusch vieler Schritte. Haltet sofort ein im Namen des Lehnsherrn. Eure Exzellenz, bitte verzeiht meine Schroffheit, edelste Fayette. Ich hätte nie erwartet, in dieser Ecke von Footfall derart wichtigen Persönlichkeiten zu begegnen. Mir ist nicht so gut. Ich bin Fladaim, Tokaras persönlicher Agent. Ich bin hier, um eine Lieferung aus dem illegalen Verkehr zu ziehen. Ja, schwätz nicht, wir mähen die nieder. Handelsprobe erfolgreich. Ist großer Zufall, dass der Vertreter des Lehnsherrs gerade dann in den Schattenquartieren auftaucht, als Jay ihr rechtmäßige Beute zurückerlangt hat. So. zwei oder drei? Zwei.
Jay Haydari, die Eigentümerin dieser Fracht, steht derzeit unter meinem Schutz, dem Schutz eines Freihändlers. Sagt eurem Herrn, er soll es sich ab sofort zweimal überlegen, bevor er sie hintergeht. Und sagt ihm, dass ich nicht wütend bin. Ich hätte ihn auch umgebracht. Ich wünschte, ich könnte Vladimirs Gesicht sehen, wenn er herausfindet, dass er beinahe einer der mächtigsten Personen in der Ausdehnung auf die Füße getreten wäre. Das bin ich. Hört mal, Fayette, diese ganze Verwirrung tut mir wirklich leid. Vladim und ich hatten so unsere Differenzen, aber ich hätte nie gedacht, dass er mich ausrauben und mich in einer dunklen Ecke verschwinden lassen will. Zumindest nicht so früh. Erzählt mir von euren Geschäften. Könnt ihr euch gebrauchen. Ketzerin, ihr könnt eure unseligen Verbrechen und Buße tun, indem ihr im Hause von Valancius dient. 3 oder 5? 3. Wirklich, meinst du? Ja, oder du machst halt die 2, aber... Die 2? Ich habe gesagt 3 oder 5. Willst du die hinrichten? Jede Geschäfte sind sogar ihre Eigenheiten. Ihr befleckt den Namen von Valancius, wenn ihr Leute wie sie in euer Gefolge einladet, Lord Captain. Es ist eure Entscheidung, aber seid nicht überrascht, wenn bald unangenehme Gerüchte auf Footfall die Runde machen. Aha, ich habe gesagt hinrichten. Ihr bildet einen merkwürdigen Kreis. Oje, meine guten Charaktere fangen an zu heulen. Schwester Agenta, ich habe alles über eure Taten auf Footfall gehört, aber ich hätte nie gedacht, dass sich hinter dem leeren Geschwätz eine engelhafte Schönheit verbirgt. Jedenfalls bin ich gerne bereit, mich eurem Gefolge anzuschließen. Von und an stehen mein Wissen und meine Erfahrung gänzlich zu eurer Verfügung. Profitfaktor +2, aha. Und schon können wir das Elite-Kettenschwert kaufen gehen, nämlich. Jetzt lohnt sich das schon wieder. Ach, und eines noch, falls ihr ein lukratives Angebot, Protektorat, Vorteil verschaffen, nicht der Zeitpunkt. Level up. Ich sehe hier ein paar Boots. Erhöht die Bewegungspunkte des Trägers +3. Ziemlich stark. Hätte ich gesagt. Jetzt haben wir ein paar Ketzerrüstungen. Oh, das ist ja Standard gefühlt. Ich glaube, das hat wirklich Auswirkungen, wie wir im Gefolge haben, was hier passieren könnte. Ja, gut, eigentlich schon. Wahrscheinlich, ja. So, was haben wir denn hier eigentlich gekriegt? Gezacktes Großschwert, zweihändige Nahkampfwaffe, kritische Treffer addiert +1, Schnittwunde +10% Schaden. Omnisire-Axt. Na gut, ja. Ich würde dann aber trotzdem sagen, weil hier wahrscheinlich nichts mehr passiert auf Footfall, dass wir die Leute hier verabschieden. Level up machen, zurück auf unser Schiff gehen und nächstes Mal dann von da aus weitermachen. Dann war heute halt eine eher zahme Episode, wo wir viel Story gemacht haben, ein bisschen Loot gefunden haben. Viel gespät. Wer braucht denn diese Dynamo-Boots eigentlich? Für irgendjemand sind die da sicher gut. Was machen die? Mehr Bewegung. Abelard vielleicht. +3 Bewegung. Was haben wir hier eigentlich? Holster. Einmal pro Zug kann der Träger einen kritischen Treffer mit einer Pistole Einmal pro Zug, wenn der Träger einen kritischen Treffer mit einer Pistole erzielt, kostet der nächste Angriff mit einer Pistole 0 AP. Ich kann halt keinen Crit heraufbeschwören. Ich könnte versuchen, ob wir das vielleicht Indira geben. Die hat Deadeye Shot auch auf der Pistole. Und Assassine ist ja für Crit. Wir ziehen das mal Idira an. Wir haben gerade eh sonst keinen Pistolenschützen, nicht? Okay. Nee, verabschieden die Leute hier. Gehen zurück aufs Schiff. Und nächstes Mal fliegen mit unserem Raumschiff nach Janus oder so dann. Oder wo wollten wir hin, gell? Ja, auf unsere Agrarwelt. Okay, dann. Danke fürs Zuschauen. Like und abonnieren nicht vergessen. Kanalmitglied werden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.